Wie finden Kinder ihre Lieblingsseiten im Netz wieder? Zu Hause ist das einfach, Lesezeichen werden im Internetbrowser gespeichert. Aber was, wenn man bei Freunden ist oder in einer Kinder- und Jugendeinrichtung? Oftmals ist Google bei Kindern nicht nur die einzige Suchmaschine, die sie kennen, sondern auch die Startseite zum Internet überhaupt. Selbst bekannte Webadressen werden dort in die Suchmaske eingegeben oder die Adresse einer bestimmten Webseite wird durch die Position in der Liste der Suchergebnisse gemerkt. Mit Favoritix stellen wir eine Internetplattform für Kinder und Jugendliche zur Verfügung, auf der sie ihre Lieblingsseiten im Netz als Favoriten online speichern können und so auch anderen Kindern zur Verfügung stellen können. Wir nutzen dabei das Prinzip des sogenannten Social Bookmarkings, das gerade durch die neuen Web 2.0 Angebote populär geworden ist. Am bekanntesten ist hier die Plattform Delicious. Favoritix ähnelt Delicious, verfügt aber über einige zusätzliche Funktionen. Ein wichtiges Prinzip des Social Bookmarkings ist es, dass Favoriten nicht vorgegebenen Kategorien zugeordnet werden, sondern von den Nutzerinnen selber mit sogenannten Tags, also Schlagworten, versehen werden. Über eine Suchfunktion oder über die Tag Cloud, die Schlagwortwolke, können alle oder auch nur die eigenen Favoriten, die mit diesem Schlagwort versehen sind, aufgerufen werden. Oder die Suche kann, indem ein weiteres zugeordnetes Schlagwort angeklickt wird, weiter eingegrenzt werden. Mit einem Klick gelangt man direkt auf die gespeicherte Webseite. Es können aber auch alle Favoriten einer bestimmten Nutzerin oder Nutzers aufgerufen werden. Favoritix bietet zusätzlich dazu die Möglichkeit, alle Favoriten einer bestimmten Altersgruppe, eines bestimmten Geschlechts oder alle Favoriten einer teilnehmenden Kinder- und Jugendeinrichtung aufzurufen. Um seine Favoriten speichern zu können, ist zunächst einmal eine Anmeldung nötig. Wir vergeben Codes an teilnehmende Kinder- und Jugendeinrichtungen, um sicherzustellen, dass sich ausschließlich Kinder und Jugendliche beteiligen. Das Abspeichern der Favoriten anschließend ist sehr einfach. Ein Klick auf Favoriten hinzufügen, die nötigen Angaben eintragen und vor allem möglichst passende Schlagworte vergeben. Wichtig ist die Entscheidung, ob der Favorit nur für einen selber oder für alle sichtbar ist. Fertig. Noch einfacher wird das Abspeichern der Favoriten durch ein Bookmarklet, das einmal in der Favoritenleiste des Browsers abgespeichert werden muss. Das Bookmarklet findet sich bei Favoritix auf der Seite Favoriten abspeichern. Von dort kann es direkt in die Browserleiste gezogen werden. Befinde ich mich dann irgendwann auf einer Seite, die ich meinen Favoriten zuordnen möchte, reicht ein Klick auf das Bookmarklet und durch Ergänzen der Angaben und Abschicken des Formulars wird der Favorit bei Favoritix gespeichert. Alle abgespeicherten Favoriten lassen sich natürlich nachträglich bearbeiten und auch exportieren, um sie im Browser nutzen zu können. Wir suchen weitere Kinder- und Jugendeinrichtungen und Schulen, die sich beteiligen möchten. Kontakt und Anleitungen unter www.favoritix.de. Favoritix ist ein Projekt der LAG Medienarbeit Berlin.